der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, für das nächste Haushaltsjahr gibt es mehr Geld für die Kultur. Das klingt gut, aber wie sagt man so schön, Geld allein macht nicht glücklich. Kulturpolitik ist nämlich mehr, Kollegin Lotze, als die direkte Förderung von Kultureinrichtungen, Kulturveranstaltungen, Kunstwerken oder vor allem Künstlerinnen. Kulturförderung ermöglicht der Kunst und der Kulturarbeit auch die Auseinandersetzung mit sozialen und kulturellen Problemen und Herausforderungen. Und, das ist der wichtige Punkt, gerade in diesen Zeiten, Kulturförderung ist eben auch Demokratieförderung. Die Freiheit der Kunst ist niemals verhandelbar und ebenso ist die kulturelle Vielfalt elementar für eine lebendige Demokratie. Und dabei meine ich nicht allein die Debatten um die Kulturpolitik über TTIP und CETA. Ich denke auch daran, wie es um die kulturelle Vielfalt jenseits der Ballungsgebiete in Deutschland steht. Und da stellen wir jetzt wieder fest, dass 40% dieses Kulturhaushaltes allein nach Berlin fließt. Finden Sie das wirklich verhältnismäßig, Frau Staatsministerin? Berlin ist die Hauptstadt, ja, aber Berlin ist nicht der Nabel der Welt. Im Sinne einer Politik der Zukunftsinvestitionen und Lebensqualität müssen Sie Kultur in ländlichen Räumen dringend aufwerten und ernster nehmen. Was hier fehlt, ist eine Linie und eine Strategie. Und stattdessen verliert sich Ihre Förderung häufig im Klein-Klein. In Modellförderung hier, in Wettbewerb da. Das, Frau Staatsministerin, ist eben kein nachhaltiger Anreiz für die Kulturförderung. Im Kampf um ihren Erhalt brauchen Kulturschaffende, Kulturvereine und Verbände längerfristige Perspektiven. Und wir wissen alle, dass die Kulturfinanzierung vor Ort vielfach prekär ist. Und da vermisse ich tatsächlich den Willen bei Ihnen, einen ernsthaften Beitrag zur Lösung dieses Problems zu liefern. Und ebenso wie die Kollegin das eben getan hat, verweise ich hier auch darauf, dass Kooperationsverbot als ewige Rückfalloption in dieser Debatte, das ist zu wenig und das wissen Sie. Kulturprojekte schätzen sich glücklich, dass die Arbeit vor Ort vielfach von einem breiten Bündnis an ehrenamtlichem Engagement getragen wird. Aber es ist die Aufgabe der Politik, dieses bürgerschaftliche Engagement aller jenen, die sich mit den Mitteln von Kunst und Kultur für eine offene Gesellschaft einsetzen, in seiner Vielfalt und Unabhängigkeit zu stärken. Und klar ist auch, professionelle Strukturen ersetzen, das darf das Ehrenamt nicht. Gerade im Bereich der kulturellen Bildung und der interkulturellen Kulturarbeit sind die Potenziale auch hier im ländlichen Raum enorm. Und nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation brauchen wir hier dringend nachhaltige Infrastrukturen und endlich eine interkulturelle Öffnung der Kulturlandschaft. Kultur kann kurzfristig Willkommensräume bereitstellen, aber es muss darum gehen, langfristig gleichberechtigte Teilhabe für alle zu ermöglichen. Kultur hat einen Eigenwert und jeder Mensch, egal welcher Herkunft, welchen Geschlechts oder Alters, muss die Möglichkeit haben, sich kulturell zu bilden. Was wir brauchen, ist eine klare Prioritätensetzung der Bundesregierung zugunsten der kulturellen Teilhabe und damit auch der kulturellen Vielfalt. Das wäre dringend geboten. Und zum Schluss noch einen Punkt, der nicht wirklich nachvollziehbar ist. Endlich liegt uns, Sie sagten das eben, Frau Staatsministerin, die aktuelle Studie zur Situation von Frauen in Kultur und Medien vor. Das hatten wir Grünen schon 2014 gefordert. Und jetzt liegen endlich die Fakten auf dem Tisch. Alle sind sich einig, hier gibt es dringenden Handlungsbedarf, weil Frauen im Kulturbetrieb sowohl bei den Einkommen als auch strukturell immer noch stark benachteiligt sind. Und was machen Sie jetzt, Frau Grütters? Sie schlagen einen runden Tisch vor, Sie laden dazu in diesem Jahr ein, um zu diesen Ergebnissen und Lösungsvorschlägen der Studie erstmal weitere Ideen zu diskutieren und zu entwickeln. Ich frage Sie, warum setzen Sie nicht einen Teil der Vorschläge direkt um? Was hält Sie davon ab, konkrete Maßnahmen konzeptionell jetzt bereits anzugehen? Das klingt nicht ambitioniert und ich nenne es mal beim Namen, das ist ein Spiel auf Zeit und da erwarten die Frauen im Kulturbetrieb und da erwarten auch wir mehr von Ihnen. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Rüdiger Kruse von der CDU-CSU.